Und herzlich willkommen, wie ihr unschwer an diesem T-Shirt, dieser Kaffeetasse und diesen noch immer nicht aufgegessenen Cornflakes erkennen könnt. Beziehungsweise es sind mehr so Schoko irgendwas, ich weiß nicht, Schokopuffs sind das nicht, sondern es sind diese mondförmigen, ich weiß nicht, wie die heißen. Nehme ich dies am gleichen Tag auf wie die letzte Folge. Darum ist auch immer noch diese bescheuerte Beule in meinem Haar da. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen Tag und wievielte ist heute ein großartigen Murmeltiertag vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Naja. Und schauen wir mal, ob Punxsutawney Phil heute seinen Schatten sieht und ob Lloyd in die Fallen tritt hier. Oh. Er hat sich selbst behandelt. Tot in 10 Stunden. Können wir den nicht behandeln irgendwie? Kannst du... Nee. Das ist kacke, wenn er stirbt. Weil noch mag uns die Fraktion, von der er kommt hier. Schwanz abgebissen? Was? Achso, das war nicht er. Das war... tot in 8 Stunden. Ah! Kerstin, retten. Rette zack den Bummler. Sehr gut. Und der hat Kram dabei. Cool. Oh nein, jetzt überfällt mich die Bringer-Familie. Das habe ich jetzt gerade noch gebraucht. Erstmal zack gehört verbunden. Er ist verbunden. Zack ist nicht mehr in Gefahr. Das ist schon mal gut. Wo ist denn die Bringer-Familie? Warum seid ihr so viele immer? Kaffee ist alle. Auch das noch. Ah! Okay, die haben aber alle nur, wie es aussieht, Nahkampfwaffen. Ich weiß nicht, ob man die Speere, kann man die, um Feinde zu erstechen, okay. Ich weiß nicht, ob man die Speere vielleicht werfen kann. Aber was wir erstmal machen hier ist, wir machen eine Zone. Gebiete verwalten, neues Gebiet umbenennen, sicher in der Basis, in Klammern innen und außen. Okay, nicht genug Platz dafür, aber was soll's. Und dann wählen wir da das Gebiet hinter den Mauern aus. Und beschränken unsere Leute erstmal darauf, damit sie nicht aus Versehen draußen von den bösen Bringer-Familienmitgliedern
erstochen werden mit den Speeren. Okay. So, Arbeit. Zuweisung, Zeitplan hier. Was wir dann auch noch brauchen, ist ein neues Gebiet. Gebiete verwalten. Neues Gebiet. Das nennen wir Innen. So. Und da wählen wir dann nur im Haus alles aus hier. Zack. Damit wir bei radioaktivem Fallout oder bei sonst irgendwelchen Lavaregen oder was weiß ich, was es hier noch gibt, oder bei Bombardierungsgeschichten uns dann ins Haus verziehen können, ohne Probleme. Gut. So, ich habe euch doch alle, warum geht ihr nicht rein? Carsten braucht wieder extra Touren hier, okay. Ja, wenig Nahrung, das ist wieder ein bisschen das Problem. Hoffentlich bringen die Freunde wieder was mit hier. Ja. Da. Oh, scheiße. Scheiße! Die haben die Tür kaputt gemacht, die Arschlöcher. Okay. Ah, Jefim hat keine Waffe, weil er bewusstlos war. Verdammt! So, dann müssen wir halt hier raus. Mu. Und zack. Ben schläft gerade. Markus hat eine Nahkampfwaffe. Sag mal, du hast doch Ellenbogenklingen, oder? Dann greif die an, verdammt. Oh je. Cool, einer ist schon tot. Und Jefim tot im... linkes Bein abgeschnitten. Was? Eieiei. Okay. Cool. Ah, Markus, du bist super. Cool. Das ist eine ziemlich gute Stelle hier. Aber sie sind echt... Die sind echt... Oh, wow. Nein! Ah, toll, jetzt hauen sie ab. Sehr gut. Okay, rette Markus. Was macht ihr hier drin? Was machst du hier? Hier wird nicht geflohen. Oh Mann. Super großartig. So. Meine Fresse. Okay. Dann bauen wir hier mal gleich wieder eine Tür hin, ne? So, Jefim braucht jetzt natürlich rechte Ringzehe und linkes Bein, okay. Der braucht jetzt natürlich ein linkes Bein. Körperteil entfernen, linke Schulter, einschläfern, betäuben. Scheiße, wir haben kein linkes Bein für ihn. Das ist natürlich ungünstig. Können wir irgendwas bauen? Gibt es schon einfache... können ja hier... befeuerbarer Herd, elektrischer Herd, Mechanikerwerkbank. Was war das? Mechanikerwerkbank, genau. Elektrische Schmiede. Vielleicht können wir ihm ein Bein schmieden. Oder Ratte hat ja zwei.
Also, Vielleicht hat da irgendjemand ein bionisches Bein noch. Aber ich glaube, die kann man nach dem Tod nicht mehr entfernen, leider. Hat auch keiner sowas. Okay. Ach, Jefim, Jefim, Jefim. So, gucken wir mal, ob wir hier was bauen können. Ein Helm, toll, super. Und hier auch nicht mehr. Ach, ätzend. Okay. Cody. Okay, Raumschiff in der Nähe abgestürzt. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir irgendwie Carsten. Müssen wir hier die primitiven Prothesen. Das ist schon fertig. Holzbein kann ich schon herstellen. Wo mache ich ein Holzbein? Ich dachte, brauche ich hier so einen Arbeitsplatz wahrscheinlich für ein Holzbein. Aufgabe hinzufügen, Holzbein. Sehr gut. Cool. Ach so. Ha. Ich kann die ja alle wieder auf Heimat stellen, beziehungsweise auf unbegrenzt, damit sie hier die Leute begraben können. Während Bench die Gräber gräbt, wischt Carsten das Blut weg. Oh, Jefim ist vollständig geheilt und hüpft auf einem Bein hier. Etwas langsamer als normal durch die Gegend. Das geht aber relativ fix für halb so langsam wie normal. Kriegst du mal das Sturmgewehr jetzt? Haben wir noch andere Leute ohne Waffen hier? Ja, Markus. Markus kriegt seine Axt wieder. Bench hat auch keine Waffe gerade. Schwere MP. Lieber die Autoschrotflinte. Carsten hat auch gerade nichts. Sind die alle umgekippt gerade eben? Wow. Biokodierte Maschine. Okay. Warum wird hier nichts angebaut? Eine neue Quest ist verfügbar. Sie heißt Glänzender Entwurf. Wenn du die Quest nicht innerhalb von 2 Tagen annimmst, wird sie verworfen. Und legendären Revolver, eine Eltex-Robe für ein Denkmal.
Ich glaube, wir verzichten mal auf diese ganze Denkmalscheiße gerade. Okay, gucken wir mal. Kein Material, wir haben kein Holz, okay. Zack, hat das Gebiet gesund verlassen, sehr schön. Ja, sehr gut, Carsten. Sehr gut. So, jetzt können wir, glaube ich, ein Holzbein herstellen. Wollten wir Ratte nicht freilassen hier? Warte mal. Ach nee, das war jemand anders. Ratte wollten wir rekrutieren, okay. Der war ja kein Pyromane. Jefim, schwerer Nervenzusammenbruch. Ja, ist kein Wunder, hat ein Bein verloren. Ne? Das kann man sich schon mal zu Herzen nehmen. Ah, Holzbein, sehr gut. Körper, Operation, Aufgabe hinzufügen. Holzbein implantieren, linkes Bein. War das linke Bein, was weg war, ne? Ja. Okay. Vorratskapsel, vielleicht essen. Sehr gut. Nein, es ist Muffalo-Wolle. Okay. Holzbein, sehr gut. Wenn wir das jetzt so, Nono nimmt Ratte und trägt ihn in das neue Gefängnis. Sehr gut. Kalt, nackt, leichte Schmerzen, in der Kälte geschlafen. Halbwegs ansehnliche Baracke. Wie kalt ist es denn hier? 4 Grad, ja, das ist tatsächlich ein bisschen kalt. Das sehe ich ein. Stellen wir mal eine Heizung rein hier. So. Da machen wir mal wieder ein Krankenbett raus und das geben wir dann Mu. Da. So, wie warm ist es jetzt hier drin? 21 Grad, sehr schön. So, wie geht's dir jetzt? Immerhin
nicht mehr kalt. Cool. Der Truthahn wurde erfolgreich von Nussi gezähmt. Okay, sehr gut. Steinbock wurde erfolgreich von Nussi gezähmt. Nussi, sag mal, du bist echt hier der Tierflüsterer. Coole Sache. Bisher ist durch meine Falle noch keiner gelaufen, leider. Vielleicht sollten wir hier drinnen auch noch ein Truthahn. Vielleicht sollten wir hier drinnen auch ein Abfallgebiet für so Steine und sowas hinsetzen, damit die nicht immer rauslaufen brauchen, wenn sie das rausräumen hier. Okay, dafür brauchen wir Mikroelektronik und den anderen Forschungstisch, wa? Und erfinden wir das doch mal. Neue Liebhaber Jefim versuchte Mu zu verführen, indem er mit seiner Loyalität angab. Mu fühlte sich davon angezogen und ist jetzt mit Jefim zusammen. Jefim und Mu wollen nun zusammen schlafen. Denkt darüber nach, ihnen ein Doppelbett zuzuweisen. Wo ist denn Jefims Bett? Achso, das ist hier schon. Okay. Hat sich schon erledigt. Sehr schön. So. Machen wir mal, ich glaube, das ist zu hell hier. Müssen wir hier vielleicht mal ein bisschen eine Blende bauen, damit wir hier unsere Pilze anbauen können. Und seltene Trombos, okay. Bench ist anfällig für Nervenzusammenbrüche. Okay. Lucy hat eigentlich viel zu großes Zimmer hier dafür, dass er eigentlich nur ein asketisches Schlafzimmer haben will. Vielleicht sollte man das ein bisschen aufteilen. Und mal schauen, was man aus dem Rest von dem Zimmer machen kann hier. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus hier. Oh, die Kartoffeln sind fertig. Dann sammelt doch mal die Kartoffeln ein, bitte.
toll, unsere Tiere fressen das jetzt auf hier, die Ernte. Das ist nicht geplant gewesen. Warte mal. Zone Tiere. Die sind hier auch überhaupt gar nicht... Die sollen da gar nicht rein dürfen. Was soll das denn? Ah. Steinbock. Erfolgreich gezähmt. Großhändler von Clan der Grube nähert sich. Okay. Gucken, was der so zum Großhandeln hat. Das hier, überall die... So, wen haben wir denn hier zum Handeln? Ja, Nono hat wieder super gute Laune. Kann Nono mal mit Noro, der Sammlerin, handeln. Yorkshire Terrier, nein, danke. Ganz ehrlich, nein. Wir könnten Truthähne verkaufen, aber die wollen wir behalten. Wir könnten hier Fleisch kaufen, jede Menge, aber wir haben kein Geld. Haben wir irgendwas, was wir fair kaufen können? Nicht so richtig. Und jede Menge Holz momentan, aber ansonsten hier Muffalo-Wolle, Stoff, dünnes Leder, Schweineleder brauchen wir nicht. Liegen 56 Euro rum, 65. Was hat denn Bench? Zurückgewiesen von Kerstin, ja. Irgendwie was ist, naja, muss ich nicht verstehen. Ohne Tisch gegessen, in der Kälte geschlafen, aber entspannt. Okay. Warum hat er da einen Zusammenbruch? Das sind hier super viele positive Werte und nur ganz wenig negative und die sind hauptsächlich Kerstin. Naja, ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende der halben Stunde angekommen für heute. Ja, nun war jetzt die Action am Anfang der Folge und gegen Ende ist nicht mehr so viel passiert. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben wieder einen Angriff zurückschlagen können. Wie man so sagt, hier liegt Medizin rum. Warum liegt hier Medizin rum? Keiner sammelt die ein. Ist teuer! Medizin ist teuer. Okay. Und hier haben wir was? Rotwild? Rotwild wird gejagt. Zack. Weil irgendwie, wir haben jetzt zwar ein paar Kartoffeln eingesammelt, aber wie man hier in der Vorratskammer sieht, so scheußlich viel Schiff zu den Sternen. Okay. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es dann wieder heißt, statt Filmeabend, Pandemie-Edition, beziehungsweise immer noch Pandemie-Edition 2021. Also bis zum nächsten Mal, wenn euch dieser Vortrag gefallen hat, dann drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar und abonniert diesen Kanal, damit es beim nächsten Mal auch wieder heißt, guck mal, Carsten hat ein C verloren. Okay, ciao!